Jamal Musiala, FC Bayern München. Kann auch Publikumsliebling werden. Wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns ist. Serge Gnabry, der wird jetzt hier ausgetauscht durch Jamal Musiala, der jetzt natürlich mit seiner Dribbelfertigkeit hier in dieser Phase den Bayern extrem helfen kann. Musiala versucht da nochmal was zu machen, steckt den Ball schön durch. Muss Musiala ein bisschen zaubern, aber kann den Ball sichern. Jamal Musiala. Jamal ist unglaublich gut mit dem Ball. Er hat irgendwie noch einen Magnet eingebaut. Der Ball flippert immer wieder auch zu ihm zurück. Hat er schon große Qualitäten, keine Frage. Das ist ein sehr, sehr talentierter 18-Jähriger. Ich freue mich für Jamal riesig, super Kicker. Heute erster Dreierpack im Profibereich. Ja, hat ganz viel Spaß gemacht, einfach kombinieren, einfach Confidence aufbauen für die Season, war ganz wichtig für uns. Musiala, er darf dieses Mal in der Startelf ran. Musiala, da ist er. Musiala, Musiala, Tor! Sehr gutes Gefühl für mich, einfach hier auch wieder Rhythmus aufzubauen und einfach die Tore schießen macht mir einfach Spaß. Die geklatscht hat, hat mich so richtig gefreut dafür, dass die so mich mögen und so. Und ja, und das einfach das Spiel gewinnen für die Fans macht das Gefühl noch 10-mal besser. Jamal ist einer von denen, der wirklich die Qualität hat, auch in unserer Mannschaft sich zum Stammspieler zu entwickeln. Musiala! Ist gut! Vorarbeit sensationell von Musiala. Stark gemacht, 3-0. Das war einfach super klasse, mein Bester. Dankeschön. Ja, aber Flanke von Fonsi und dann angenommen und dann bam, ins Tor. I'm personally really happy and excited to see Jamal Musiala start again. What a great player that has become already really for Bayern Munich. Musiala. Geht da noch mal was? Musiala. Musiala! Der Pfosten! Im zweiten Versuch ist er drin. Fantastic little move by Jamal Musiala. Such an absolutely spectacular football player to watch. Hier sehen wir den Shootingstar bei den Bayern, Jamal Musiala, der auf der Bank Platz nimmt. Warum spielt er nicht? Die Frage ist ja, warum spielt vielleicht ein anderer? Und er macht nichts schlechter als vor Wochen. Die anderen sind einfach etwas stabiler geworden, als sie es vielleicht am Anfang waren.
Er hat 35% Spielzeit. Das ist nicht üppig. Ja, das ist aber für einen 18-Jährigen bei Bayern München jetzt nicht so schlecht. Und es geht einfach für ihn auch, diese Schritte zu durchgehen, die ihn Leroy als junger Spieler gemacht hat, die ihn Serge gemacht hat. Und das ist bei Jamal nicht anders. Und er ist noch ein junger Spieler, der herausragende Qualitäten hat mit Ball, im Dribbling, im Offensiven, der aber auch noch was zu tun hat in anderen Bereichen. Dafür gilt es einfach weiterzuarbeiten. Seit er bei uns, bei den Profis, beim FC Bayern war, arbeitet er auch immer noch nach dem Training, damals noch mit Miro Klose. Das zeichnet ihn eben absolut aus, dass er daran arbeitet, und zwar mit Eigeninitiative. Zwei Veränderungen personeller Natur im Vergleich zum Spiel in der Liga beim BVB. Süle und Musiala kommen dazu. Die Position von Musiala wird sehr interessant sein, natürlich gegen den Ball. Lang und Musiala macht das Tor. Die Bayern 3-0 vorne. Musiala, klasse gemacht. Musiala to score! Benji hat Pass gespielt, dann habe ich so meinen Trick gemacht und einfach geschossen. So. Nix, nicht so viel gemacht da. Man wächst aus diesem Talentstatus raus, wenn man eben abgezockte Leistungen bringt. Dann hat er den Spitznamen Bambi, aber der Bambi-Schutz ist dann irgendwann weg. Defensiv geht es einfach um eine Verlässlichkeit. Die hat er in den meisten Szenen gehabt, in den beiden Spielen Barcelona und Mainz jetzt. Das ist auch das, was ich ihm vor ein paar Wochen mal gesagt habe, um einfach noch mehr Spielzeit zu kriegen. Er muss seinen Straßenfußballergehen beibehalten, aber defensiv die nötige Verlässlichkeit haben. Musiala richtig mit Gefühl. Hat geschaut, wo Lewandowski nämlich stand da hoch in der Luft quasi am linken Flügel, Jamal Musiala, und präzise in die Mitte geköpft. Er hat das vor Weihnachten schon sehr gut gemacht in den vier Spielen, wo sehr viele Spieler verletzt waren und weg waren. Ja, und hat da ein Thema Verlässlichkeit extrem dazu gewonnen, dass er offensiv großartige Qualitäten hat, sehr ballsicher, sich gut rausdrehen, winden kann aus verschiedenen Drucksituationen. Ist außergewöhnlich gut. Great stop by Musiala. Musiala kommt tatsächlich an zwei Mann vorbei. Das ist auch ein nächster Entwicklungsschritt, den er gerade geht, dass er einfach dann auch über mehrere Spiele hintereinander von Anfang an spielen kann. Gut, schnell gespielt auf Musiala im Strafraum. Der liegt in die Mitte! Und das war mit Ansage! Und
nach seiner Einwechslung war unfassbar aggressiv auf der 6, hat viele Bälle geklaut. Wenn man ihn so sieht, würde man es ihm nicht zutrauen. Good work by Jamal Musiala, who was praised this week for exactly that. Ja, ich weiß noch das erste Mal, als ich zu ihm gesagt habe, er spielt auf der 6, war 3 Wochen vor Weihnachten. Dann hat er gedacht, ist denn heute Weihnachten? Nee, eben nicht. Er hat eher gedacht, dass es ein Scherz ist, aber ja, er kann auf der Position gut spielen. Boy, has he worked on his defensive skills here. Er macht es sehr gut, auch heute sehr gut und ja, er hat viel gespielt bei uns zuletzt. Ja, es ist was ganz Besonderes. Ich höre die Hymne schon, seit ich ein kleines Kind bin, und dass ich da auf dem Feld stehe und es mithöre, ist einfach, ja, einfach macht Spaß und einfach auch eine Ehre, einfach da auf dem Platz zu sein. Musiala mit viel Tempo, Musiala! Und Torres holt auf, spät, aber dann doch noch rechtzeitig. Aber auch immer wieder beeindruckend, die Körperlichkeit auch des Jamal Musiala. Villarreal schlägt den FC Bayern mit 1:0. Nicht so einfach nach dem Spiel, weil wir waren ein bisschen unten die Woche, aber so ein Spiel brauchten wir, ein bisschen mehr Leben in Team reinzubringen. Musiala wunderbar auf den rechten Flügel. Have to pass that ball into the center, he does so! And he finds Jamal Musiala, who scores the 3-0. Boah, super Pass, und habe ich endlich wieder ein Tor geschossen. Jetzt haben wir den Matchpoint-Spiel gegen Dortmund. Besser geht's nicht. So wird ein geiles Spiel sein. Wir alle freuen uns drauf. Jamal Musiala steht unten und soll in die Partie kommen. Gut von Musiala. Geht da durch, Bellingham, der letzte Mann. Musiala gegen Akanji. Musiala! Hits! Der Ball immer noch drin. Achtung, weiter geht's. Musiala legt ab. Musiala! Jamal Musiala! Ich habe nicht die Worte dafür. Es ist einfach nur ein unglaubliches Gefühl, ein Tor gegen Dortmund noch zu schießen. Es ist einfach unfassbar. Picks it back up, shot from him, goal early on in this game, and Jamal Musiala